So, ich denke, was geht? Ich bin mit dem Juden beim Bäcker. Was frühstücken, erste Mahlzeit heute. Dann gehen wir noch rüber zum Fischladen. Lebenfutter holen für unsere Fischis. Dann noch ein, zwei Kleinigkeiten erledigen. Ich hoffe, heute kommt es jetzt Baba. Ich gönne mir jetzt hier auf ganz entspannt so ein Paprika-Ding. René gönnt sich ein Fischbrötchen mit extra Remoulade. Auf gesund. Schön Apfelsaft dazu. Und ich kriege gleich noch ein Spiegelei. Muss auch mal eine ausgewogene Kost am Morgen. Da ist es. Das gute alte Spiegelei. Geht immer. Glaub mir, die ist riesig. Naja, gut, das ist kein guter Vergleich, Lul. Aber jetzt vielleicht stelle ich mal daneben, Digga. Dann seht ihr ungefähr, was sie für eine Größe hat. Der Mittelfinger muss sein. 5000 Liter Becken hier. Das, meine Damen und Herren, ist kein Bug. Das nennt sich Kuhkofferfisch. Der sieht so surreal aus. Ich glaube, so einen hole ich mir. Auch wenn die sehr, 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 sehr groß werden. Irgendwann mal. Aber noch ist er klein und passt in mein Becken. Die sind so. Das sieht aus wie ein Fehler in der Matrix. Wie ein Bug. So, René will nochmal die E-Zigarette probieren. Ja, 55 Watt ist nicht viel, brauchst nicht pushen. Er kommt darauf nicht klar. Will sich aber dran gewöhnen. Oh, da geht aber was. Geht doch, Digga. Endlich. Geht doch. E-Zigarette für unterwegs ist immer gut, Digga. Schönes Ding hier auf jeden Fall. 55 Watt rauche ich aktuell. Wenn man mal überlegt, dass ich zwischenzeitlich 160 geraucht habe. Aber es geht schon klar so. Da unten, ganz leicht, sieht man meine neue Krabbe. Dafür habe ich zwei Stück. Seht ihr die? Richtig geil. Die wird auch. So, Schlinge. Ich fahre jetzt noch mal kurz zum Italiener meines Vertrauens und hole mir und René was zu essen, Digga. Kylo hat Anna eben auch vorbeigebracht noch. Also Kylo chillt heute auch bei mir, pennt bei mir heute. Heute mache ich einen ganz gemütlichen, Digga. Wie gesagt, morgen Abend um Schnauze und morgen Abend um 19 Uhr gibt es dann wieder einen neuen Livestream, Digga, auf Twitch. So, Spaghetti Bolognese. Sieht irgendwie in der Packung nicht so appetitlich aus, aber glaubt mir, schmeckt. René gönnt sich ein Putensteak, Tomate Mozzarella mit Kräuterspaghetti. Auf köstlich, schmöchtlich. Da unten ist noch der Ehrenbruder, Kylo. No, was geht, mein Schatzi? Hallo, mein Dickerchen. Alles klar, mein Schatz? Ja, Papa war 5 Minuten nur weg. Und du hast wieder so getan, als wenn ich 10 Stunden weg gewesen bin. So, guten Appetit. So, nach dem Fressen wird gechillt. Ja, Kylochen. Mein Schatzi. Ja, nach dem Essen wird gechillt, ne? René ist selbstverliebt und guckt sich seinen eigenen Instagram-Livestream nochmal in der Videoerholung an und lacht die ganze Zeit über sich selber. Läuft bei dir? Oh, was war das denn, Digga? Das war direkt Karma, Digga. Scheiße, ist eine Fernbedienung runtergefallen. Scheiß drauf. Ja. Das. Meine Freunde, was an der Stelle mal komplett hier der chillige Moppel. So, wir vertreten uns nochmal die Beine. Kleiner Abendspaziergang, Lul. Leicht Frost und dafür richtig geile, kalte, klare Luft. Da kommt schon wieder gar nicht klar auf sein Leben, Lul. Jo, so lässt sich's aushalten, oder Kylo? Ja,
Wenn wir dann nochmal schön eine Runde spazieren gehen, Digga. So, ich schlinge auf ganz entspannt hier nochmal eine Runde mit dem Ehrenbruder Kaido spazieren gehen. Ihr seht, der Boden glänzt, heißt es Frost am Start, aber richtig geile Luft draußen, kein Wind, gar nichts, so lobe ich mir das. Und wir werden jetzt hier noch ein Ründchen chillen. Morgen früh, also Freitagmorgen um 10 Uhr, kommt eine neue Folge Suchen und Verstecken in Fortnite auf meinem Zweitkanal Spontaner Black. Und morgen Abend, also Freitagabend um 19 Uhr, gibt es auch den nächsten Streamer Rino auf Ehrenbruderbasis mit euren Monte ins Wochenende. Na, wir sind also noch zur späten Stunde noch wach. Guckt Opa wieder alte Westernfilme oder was? Kaido wieder standardmäßig bei Oma und Opa an die Hecke pissen, man kennt ihn. Komm, Kaido, mein Süßen. Los jetzt. So, Freunde, kommt jetzt heute endlich mal wieder was Freshes? Komm schon, Inshallah. Digga! Nein, nein. Ein guter Skin. Ein neuer, geiler Skin, ja. Und eine geile Spitzhacke, Digga, endlich. Und auf der rechten Seite... Auf der rechten Seite sind auch noch neue Sachen. Nice. Da sieht schon fresh aus. Falls ihr vorhabt, euch den zu gönnen. Ihr wisst ja, support the creator code, get on my level. Auf Ehrenbruder, Kuss, Kuss, Kuss Basis. Und falls ihr euch irgendeine Sache aus dem Shop hier holt, markiert mich in euren Stories oder auf euren Bildern. Wie gesagt, das Ganze ist kostenlos. Einfach den Code hier benutzen. Ehre an jeden, der das macht. Und speziellen Kuss auf die Nuss. Kaido, wollen wir ins Bett jetzt gehen? Komm, wir gehen ins Bett, Digga. Na komm. So ist fein. So, Schlingel, wer macht wieder Auge auf meine Milch und beste Qualität hier wieder im Dunkeln? Der Hund macht wieder Auge auf das Glas Milch. Oh, köstlich. Immer die gleiche Scheiße mit dir abends, Kaido. Da brauchst du auch gar nicht zu gucken. Ich hab keinen Bock, dein Ochsenzimmer zu halten. Nee, ich hab da keinen Bock drauf, Digga. Da brauchst du auch nicht deinen süßesten Blick, den du jemals hattest, aufsetzen. Ja, nee, auch nicht mit den Augenklippern. Und du bist ein Spinner. Ja, okay. Okay, ich halt ihn. Ach, Mann, dann leck mich doch am Arsch. Ja, okay. Mann, Alter. Ich kann einfach nicht Nein sagen zu dem Hund. Du spinnst, Kaido. Ja, ja. So ein Spinner.